180 Spiele in 5 Tagen. Und wie man deutlich sieht, bei den 33. Münchner Stadtmeisterschaften im Juniorenfußball sind die jungen Kicker mit Leib und Seele dabei. Sponsor dieses Traditionsturniers in der Gebrüder Apfelberghalle in Milbertshofen ist seit langen Jahren die Stadtsparkasse München. Wir sponsern uns mit der Stiftung unseres Hauses schon zum 19. Mal jetzt in diesem Jahr. Insgesamt sind in diesen 19 Jahren ca. 350.000 Euro in diese Stadtmeisterschaften geflossen. Wir haben aber auch schon vor 1999 als Stadtsparkasse das Turnier gefördert. Und das waren auch seit 1992 insgesamt nochmal 136.000 Euro. Sodass wir fast bei 500.000 Euro sind, die wir hier seit 1992 investiert haben. Aber wie ich finde, für einen sehr guten Zweck. 86 Mannschaften aus 40 Vereinen treten gegeneinander an. Unter anderem haben sich hier schon Philipp Lahm und Christian Nährlinger vor Jahren ihre ersten Sporen verdient. Für uns zählt neben dem Thema, dass sie Fußball spielen, dass auch die Fairness im Mittelpunkt steht, auch das Thema Soziales. Jetzt aus den vergangenen Jahren denke ich jetzt an den FC Teutonia, den wir hier unterstützt haben, nachdem sein Vereinsheim abgebrannt ist, dass wir alle zusammenrücken und dass wir ein Haufen sind hier im Fußballkreis München. Wir haben auch vor 3 Jahren fürs Münchner Kindelheim eine Spende gesammelt, also für sozial schwächere Kinder, um denen auch was mitzugeben. Heute sind wir hier da, um Knochenmark Spender zu suchen, Stammzellenspender für Knochenmarktransplantation. Also wir wollen den Kindern hier vermitteln, dass Fußball wichtig ist im Leben, allerdings auch soziale Themen für uns eine große Rolle spielen und das auch bei den Kindern schon ankommt. Die begehrten Pokale gehen am Ende an den FC Bayern, den SC Arcadia, die FT Gern und den SC München. Organisiert werden die Münchner Stadtmeisterschaften vom Bayerischen Fußballverband. Und die Sieger werden sogar noch von Obi Dieter Reiter im Rathaus empfangen. Ja, wenn man das hier sieht, dann geht einem das Herz auf, weil man das Engagement der Kinder und Jugendlichen sieht, mit wie viel Enthusiasmus, Euphorie sie hier am Start sind. Und ich denke, es geht hier nicht nur darum, ein bisschen Fußball zu spielen, sondern auch viele Werte fürs Leben zu lernen, Fairness zu lernen, das Miteinander, das Team im Vordergrund zu sehen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die kann man nur bei Jugendlichen unterstützen. Und man darf nicht vergessen, der Sport trägt auch immer dazu bei, dass die Kinder eine Aufgabe haben und ein Stück weit von der Straße kommen. Und deswegen, glaube ich, ist das sehr, sehr gut investiertes Geld. Und auch nächstes Jahr soll das Turnier wieder stattfinden, dann bereits in der 34. Auflage.